meisten von euch werden wahrscheinlich die kleine benutzen oder mal auch mal die große, weil die große, die ist ja direkt im Bild und dann sieht man ja nur noch die Hälfte. Aber ich benutze halt immer die größte, die große. Oder gar keine. Jo, stellen wir uns mal hinten an. Ne, der Kobold, mit dem wollen wir noch nicht. Den Kobold, den bekommen wir ja dann auch bald. Cool. Stimmt. Ja, wir stellen uns mal hinten an. Aber ich habe keinen Bock zu warten. Ich dränge mich einfach mal vor. Hast du was dagegen? Gut, Dankeschön. 4 Andamanten ist das Hammer, ey. Was die hier verschenken, das ist ja wahnsinnig. 2 Cent verschenken hier gefühlt. Ich hab's jetzt nicht nachgerechnet. Natürlich, wir wollen mit dem König sprechen. Was machen wir? Statt vorne hochzusteigen, uns auf die Knie zu gehen und zu betteln. Nee, wir gehen neben ihnen dran und gucken von unten. Ja, logisch, ne? Das würde ich auch machen, wenn ich beim König bin. König will mit dir reden. Jetzt bleibt er da stehen. Nö, ich laufe erstmal drum rum und ja. Aha, jetzt sagt der, wir sollen. Spur der Gräber. Das hört sich so ein bisschen nach Katakomben an. Mal gleich wieder 2 Fragezeichen. Eieieiei. Ruhmzeichen. Hey. 200% Ruhmzeichen. Abschluss von Wettkämpfen. Oh, wenn es das schon damals gäbe. Wie hieß der damals? Warlord Dragon? Ich glaube, den gibt es ja heute immer noch. Der ist ja nicht mehr lang Erster. Übrigens, damals mit Alcaraz in Oldschool. Ich habe den damals auch schon ein paar Mal platt gemacht. Ich durfte gegen ihn kämpfen. Der war. Sorry, aber der war ein absoluter Noob, der konnte einfach nicht spielen. Das war ein Pfosten hoch 10. Der war einfach nur so gut, weil er viele Spiele gemacht hat. Ansonsten war der schlecht. Naja gut, damals, ohne die ganzen Skills, ohne die ganzen zusätzlichen Waffen und ohne die ganzen Schaden. Damals waren DK noch schlapp. Damals konnten Waldläufer gegen den locker ankommen. Heutzutage sieht das ein bisschen anders aus. Nochmal schön die Weltkarte. Da haben wir gleich den Vater. Oh, Vater, wo soll ich jetzt hingehen? Sag mir es. Was war denn das auf der Karte? Achso, ja, das Event, den gibt es ja immer noch. Ja, ich bin sehr weit gekommen. Was ich auch ein bisschen sagen muss an der Stelle, ich habe ja früher mal so mit dem Alcaris Videos gemacht, mit der Vorstellung von Events. Das mache ich heutzutage nicht mehr. Begründung, warum? Im Endeffekt, es kommt zwar immer wieder ein bisschen was anderes, als die Events sind anders oder die Maps sehen immer ein bisschen anders aus, aber im Endeffekt, es ist und bleibt das gleiche Event. Ich habe das schon 2, 3, 4 Mal erklärt und auch andere YouTuber. Was heißt, ne, andere Let's Play von Drakensang Online, die da ab und an auch mal so ein Event vorstellen. Das ist alte Suppe, die aufgewärmt wird. Die ist langweilig, die schmeckt nicht. Das ist einfach, deswegen mache ich darüber kein Video. Es gibt immer wieder Leute, die würden das immer wieder gern sehen und so. Ich hab mich früher beschränkt auf Let's Helps oder beziehungsweise so ein bisschen aufklären, nicht dreideutig denken, aufklären und hier ein bisschen babbeln und zeigen und was weiß ich nicht alles. Wenn das immer wieder die gleiche alte Suppe ist, die aufgewärmt wird, das ist doch langweilig im Ernst. Und ich habe das Event auch mit Alcaris nicht gespielt. Ja, haben wir's. Weil Belohnung, ja, Kriegsessenz hier, Rote Essenz, Kristall, da, bis dahin lohnt sich's ja sogar noch. Das sind richtig schöne Sachen. Hier die Kristalle auch sonst. Juwel der Rage, nicht schlecht, aber im Endeffekt schon wieder sowas, aber braucht man nicht wirklich. Großer Edelsteinbeutel, ja, der macht's auch noch. Dann Chamäleonhaupt und Reittier, wer es braucht, aber ich hab das nicht. Für mich wäre es nicht schlecht, aber für alle, die es auch schon haben, braucht man auch nicht. Und der Mantel hier, Mantel der Unbezwingbaren, 50% verringert Zeit zum Herbeirufen von Reittieren. Wow, wer braucht das? Ist zwar praktisch beim PvP-Kämpfen, mache ich sowieso nie mache, aber ganz ehrlich, wenn man 2 Sekunden fürs Aufsteigen auf ein Reittier braucht, 50%, ey, scheiß drauf, wer braucht sowas? Und ansonsten eine Rüstung drin. Ist nett zum Sammeln hier, auch für die Tiere und alles, aber ansonsten, bis auf die Draken, geht mir das Event gefühlt am Arsch vorbei. Ja. Brauche ich nicht. Brauche ich einfach nicht. Und so langsam, nachdem sie auch alle möglichen Sets rausgehauen haben, also die Big Point-Mitarbeiter, kommt es mir so vor, als ob die jetzt keine Ahnung mehr haben, was sie machen sollen. Mal neuen. Achso, gab es ja jetzt auch neue Schaden. Schaden in Items wie die Schulter oder die Hauptpanzerung. Bald machen sie prozentuale Lebenspunkte noch mit rein. Habe ich mal als Frage gestellt, was würde sie als nächstes machen? Ach ja, früher gab es ja nur Leben und Rüstung in solchen Verteidigungen. Und dann in naher Zukunft, was werden wir dann haben? Ja, Gollums, lass dich mal in Ruhe. Da werden wir prozentuales Leben haben. 5% mehr Lebenspunkte in einer Panzerung. Und dann gibt es ein paar. Oh, dann gibt es ein paar Leute, die. Ach, sowieso ein Scheiß-Level. Oh, zurückgenommen. Was hat denn das immer für Werte? Waffenschaden. Wie super! Brauchen wir nicht.
Das habe ich glatt vergessen. Und jetzt habe ich immer noch nicht auf die... Geil, jetzt machen wir schon One-Hit. Und das letzte Gesprächsthema von mir ist jetzt vorbei. Ich habe nämlich vergessen, was ich wieder sagen wollte. Genau. Nicht schon wieder. Bitte, bitte, im Ernst. Nee. Katakomben, Katakomben, königliche Arena. Ach ja, da war ja immer noch der Arena-Wettstreit. Kommt, wisst ihr was? Damit es auch jetzt nochmal zum Abschluss wird. Zum schönen Abschluss. Das wird wahrscheinlich jetzt schon wieder der dritte Part sein, den ich am Stück aufnehme. Also die Folge 15. Ich tue es euch nochmal an. Ich renne nochmal in die Hackersdorf-Grotten rein. Weil ich mich einfach und euch so mag. Ich hasse diese Hackersdorf-Grotten. Vorhin waren sie noch gelb, jetzt sind sie schon grün. Bald werden sie grau sein. Ich kann sie nicht mehr sehen, die Hackersdorf-Grotten. Unglaublich. So, Dille. Nochmal auf die Map gucken, was brauchen wir. Finde den Kristall der Ordnung im Ernst. Remis Kiste am Plau. Ach so, gut, Plunderberg. Den kennen wir ja. Was haben wir hier? Erringe die Krone des Plunderberg. Auch ein Plunderberg? Ah ne, da oben Quellen an Lübels. Ach, klasse. Na, Max, verlauf dich nicht. Plunderberg, das war immer der zweite Champion in der Q2. Der erste war hier gleich die Quest. Hier die olle Hexe, dann ist man weiter ganz im Plunderberg. Und nach dem Plunderberg kam dann, voila, hier rüber in die Hexenküche. Wieder eine Hexe, das waren übrigens immer alle Hexen, die ja blöden Krümel gerufen haben. Meine Fresse. Das waren auch Zeiten hier damals in Q2. Da hatten Magier nicht mehr als 400 Grundschaden gehabt, wenn überhaupt. Das war Bestwert. 200. Oh. Ja, wird man gestunt von allen möglichen Krümeln. Nervt mich einfach nicht. Nervt mich nicht. Meine Fresse. Genau. Und dann ging es dann hoch zum. Zur vierten Hexe und dann zur fünften Endhexe Champion. Da hat man pro Rang, pro One, ne? Hat man dann immer zweimal, fünfmal seine Zeit vergeudet für irgendwelche Hexen. Oh, cool. So, Hammer alles. Jetzt müssen wir hier noch was rausholen, genau. Hammer. Jetzt müssen wir nochmal hochrennen. Keine Ahnung, was da ist. Quellen an Lübels. Bringen die Krone zu. Nee, das haben wir schon gehabt. Beweg dich ein bisschen, du Faultier an DK. Ich finde das so scheiße. Du willst nach, von A nach B rennen und stattdessen, dass der so intelligent ist und sieht, der Eisenkrümel, ach ja, laufe ich um den drum rum, laufe ich dagegen, wird zurückgesetzt und das könnten die vielleicht mal ein bisschen fixen. Das ist übrigens schon seit... Ach so, da bin ich drauf gekommen vorhin. Das ist schon seit Ewigkeiten. Ich hasse das einfach nur. Das ist so unpraktisch. Das braucht keiner. Da stunt man sich immer, immer wieder. Weil diese dämlichen... Krümel im Weg stehen. Was haben wir gerade bekommen? Wissen? Oder was ein außergewöhnliches? Wäre lieber gewesen. Leider nicht. Da liegt noch ein Zweihammer. Weiterlaufen, weiterlaufen. Schneller. Zeit ist Gold. Wieder. So eine schöne Ecke und die Krümel wieder gestunt. Ich könnte mich aufregen. Eben gerade genannt, eben gerade erwähnt und jetzt schon wieder. Stirb. Immerhin sterben wir nicht mehr so oft. Und Zähne, Alter, was findet man hier für Items? Schreibe ich auch immer unten in die Videobeschreibung mit rein. Und ich freue mich jedes Mal wieder. Yay! Und wir kriegen was Neues. Und hier wieder neues Item. Früher war das so selten, dass man mal ein grünes gefunden hat. Unglaublich. Lederhandschuh brauchen wir jetzt nicht. Stirb. Renn, 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 renn. So, wir springen hoch. Wir müssen Wasser abschöpfen. Doch, gell? Jupp. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir die Tussa auch nochmal. Sofern wir nicht vorher krepieren. Alter, bist du jetzt mal ruhig dahin. Einfach die Klappe halten, ja? Da kriegen wir vielleicht noch ein blaues. Oder ein außergewöhnliches. Oh, der erreicht schon 1,9 Speed. So, lass mal dich ein bisschen bluten. Oberhexe. Oh ja, Oberflasche wohl eher. Nein, aber... Eine Axt, schon wieder eine Axt. Nee, ah nee, das sieht nach einer Zweihand-Axt aus. Oh je, oh je. Ich bin ja so ein, Fan und ein Freund von Zweihand-Sachen. Wieder kritische Schaden und Schaden drin. Waren sie an sich gar nicht mal so schlecht, aber brauchen wir leider nicht. Hm. Also,
Der Geldbeutel wird sich freuen. So, jetzt sind wir auch schon fast wieder am Ende angekommen. Nochmal schnell ein paar Items verkaufen. Also den können wir noch auswechseln. Crit gegen Schaden und ein paar Crit. Was haben wir denn hier? 29 Rüstung gegen... Ach komm, Widerstände oder Rüstung, das ist jetzt... Zieh ich... Ich bin so ein alter Oldschool. Hui. Hui. Warte mal. Vier Sockel. Oder haben die beides... Nee, der hat... Ich muss mal gerade gucken. Hat der? Ach nee, der hat das. Ach so. Das erinnert mich irgendwie an den Kürbis von Alcaris. Eine Scherbe. Ui. Rüstung noch höher als das Leben und nochmal Kriti dazu. Also man merkt jetzt schon, der DK wird auch ziemlich stark auf Kriti geskillt. Ziehen wir noch die an. Ja, mal ein bisschen mehr Rüstung. Verkaufen die anderen zwei Items, geben die zwei Quests ab und dann war es das auch schon wieder. Einige würden jetzt sagen, juhu, endlich. Andere sagen, nein, ich muss wieder warten. Dauert ja nicht lange. Ich lade die ja relativ, ich versuche das ja relativ häufig, regelmäßig hochzuladen, die Videos. Und bisher klappt sie auch ganz gut. Lauf. IK Union, Lauf. So eine schnellere Laufgeschwindigkeit wäre nicht schlecht. So, immer noch Level 13. Ich weiß, jetzt haben wir knapp ein Level geschafft in drei Aufnahmen. Oh, super. In einer Aufnahme, in drei Parts. Ich will nicht in zwei Jahren in die Zukunft gucken. Hi und willkommen bei IK Union, Part 271. Wir sind Level 39,75. Ich glaube, es wird noch weitere 10 Level dauern, bis wir Level 400, sage ich schon, Level 40 erreichen. 50 Jahre später. Wir sind kurz bei Level 400. Inzwischen sind wir in der 13.798. Aufnahme. Und ich merke schon, wie mein grauer Bart auf dem PC hängt. Ja. Und das war's auch soweit. Als nächstes Mal, beim nächsten Mal geht es dann in die Katakomben und ich werde wahrscheinlich am Anfang des Videos endlich den Arena-Wettkampf machen. Yay, der erste PvP-Kampf, wahrscheinlich der letzte für viele Parts, die ich dann hochladen werde. Dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen heute. Der IK Union wird langsam grün und hat eine bombige Ausrüstung, mehr oder weniger. Hat doch schon nette 34% Rüstung und tschüss!